Widerstand ist zwecklos. Eliminieren. Bäh. Und damit willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir sind wieder bei Lilly und Steiner im Zug angelangt. Nachdem wir ja leider gegen Beatrix verloren haben, geht jetzt die Story hier weiter. Lilly ist eingepennt, warum auch nicht. Lange Zugfahrt. Aber wie können die denn so pennen, ey? Ohne anzulehnen, einfach nur so. Respekt. Na gut. Nächster Halt Berggipfel. Bitte alles aussteigen. Okay. Schönen herzlichen Dank. Gute Reise wünsche ich euch noch. Dankeschön. Dankeschön. Was ist los, deiner Prinzessin? Du sollst mich nicht so nennen. Wir sind auf alexandrischem Boden. Endlich zu Hause, aber das Schloss scheint nicht in Sicht zu sein. Tja. Wie könnte ich? Nun gut, lass uns gehen. Schon wohl. So, für euch habe ich ja auch ein bisschen was anzulegen. Ach du Scheiße, Level 6 und Level 5. Gut. Malchus muss noch ein bisschen was behalten. Oh, Level Up ist sehr gut für Steiner. Jawohl, das ist alles prima, was der angezogen hat. Wie schaut es bei dir aus? Protest. Protest haben wir hier oben schon. Shell-Analyse, sehr geil. So. Machen wir alles an, was geht. HP plus 10. Level Up auf jeden Fall. Dafür mache ich das hier aus. So, 3 habe ich noch. Kannibale anmachen. Und ja. Trainieren mit den beiden tue ich gleich. Da gibt es eine sehr geile Stelle später. So, ich werde das hier aber erstmal speichern. Bei dem Mogri hier unten. Ja, das ist die Wartehalle. Mogri, schönen guten Tag. Wer bist du eigentlich? Natsuna. Habe ich nie einen Brief für dich? Ja, Bollo. Bla bla bla. So. Speichern. Was nehme ich denn? Das hier. So, kurzer Schnitt, kleines Momentchen. So. Können wir auch shoppen? Hier oben bei dem. Was ist mit dir hier? Aber hier können wir noch ohne Karten spielen, ne? Einen Mechaniker sollte ich doch wohl schlagen können. Schauen wir mal. Oh, was haben wir hier denn alles? Oh, geil. Hat sich doch genug gegen die Viecher zu kämpfen.
Den nehmen wir mit. Da unten habe ich, glaube ich, ein Mithrilschwert. Jawohl. Den nehmen wir auch noch mit. Bomber. Ja. Und... Oh, zack, man nehmen wir auch noch mit. So, Kollege. Eine Yeti-Fresse. Der hat nur Yeti-Fressen, oder was? Alter. Scheiße, ich hab nichts für rechts und oben rechts. Ah, verdammt. Dann machen wir das so. Und so. Haha, gewonnen. Yeti-Fresse. Du. Ich weiß nicht, was das vor diesem M bedeutet. Also 0M01 und 1M01. Also ich denke mal, dass 1 besser ist. Nimm ich das mal. Ich habe keine Ahnung. Das wurde auch, glaube ich, nicht erklärt. So. Wo muss ich eigentlich hin? Keine Ahnung. Ist hier irgendwo Steiner? Ne, warte mal. Hier, was mit dem hier? Reisen haben wir ein bisschen auf. Ah, zu dir musste ich. Okay. Was war das? Die Gondelbahn Richtung Lindblum ist gerade losgefahren. Zerfix, verpasst, Zerfix. Na, das kenne ich doch, die Stimme. Oh, da war eine Kiste. Verdammt. Sind das nicht? Jetzt haben wir doch glatt die Bahn verpasst. Und was machen wir da jetzt? Zerfix. Soll das etwa meine Schuld sein und so? Das kommt davon, weil du ja unbedingt bei der schönen Aussicht deine Baumkuchen genießen wolltest und so. Jetzt kann man nicht so rechtzeitig in den Lindblumen auch, der Fix. Schon gut und so. Jetzt auch dem Chef nichts erzählen. Danke, Alter. Jetzt, wo wir das angeklärt haben, brauche ich noch einen Baumkucher. Na toll. So, erstmal die Kiste einsammeln. Bitte geh nicht. Na, verdammt. Ihr habt wohl nicht genug und wollt die Prozesse nochmal entführen. Wer ist denn das? Kennen mir die klappernde Blechbüchsen vielleicht? Erzähle mir nicht, du hattest mich vergessen. Der Hauptmann dieser Pluto-Truppe, der ständig am Brüllen ist und so. Ah, jetzt fällt's mir an. Der Ritter, der nicht schauspielen kann und stommelt, als wär sein Gebiss eingerostet. Das ist ja wohl die Höhe. So, erstmal die Kiste. Danke. Prinzessin, ihr dürft nicht mit diesem Diebesgesindel sprechen. Mach ich aber. Ihr seid doch Markus, nicht wahr? Was macht ihr in diesem Ort? Prinzessin, dasselbe könnte ich dich fragen und so. Jo, da legst du nieder. Was ein Zufall. Die Prinzessin dort Treffer. Alter. Auf jeden Fall sind wir, nachdem wir den verwunschenen Wald verlassen haben. Prinzessin, ihr dürft nicht mit solchem Diebesgesindel sprechen. Jetzt halt die Fresse. Ihr dürft nicht. Es ist genug. Aber darf ich nicht einmal mit Bekannten sprechen, die ich nach langer Zeit wieder treffe? Mit Verlaub, aber das sind keine Bekannten, sondern Adalbert Steiner. Jawohl. Schau nur, wie der ausgeschimpft wird, Zerfix. Und das soll ein Ritter sein und so. Die Bahn nach Alexandria ist gerade soeben eingefahren. Na dann mal los. Endlich. Du fährst nach Lindblum, Jenner, nicht vergessen und so. Bin ich vielleicht so blöd, wie du ausschaust? Vergiss du mal nicht, dass du nach Alexandria musst, Zerfix. Genau und so. Weil ich nämlich nach Treno muss. Ich bring die nur zur Bahn. Na gut. Markus geht also auch nach Treno. Steiner, lasst uns auch gehen. Nehmt ihr es mir etwa übel, dass ich vorhin etwas laut geworden bin? Mitnichten. Selbstverständlich wird es mir eine Ehre sein, euch zu begleiten. Na dann. Also, sei ja vorsichtig und noch kein Schmorden. Fies. Keine Sorge, wir werden unseren Kumpel schon wieder dort rausholen. So. Kumpel? Was will Markus eigentlich in Treno? Gehst du auch nach Treno, Prinzessin? Markus wird da ein kleines Geschäft erledigen. Ein kleines Geschäft? Bahn Richtung Alexandria fährt ab. Schnell hinein, sonst verpasst du die Bahn auch noch, Zerfix.
Ja, dann mal los. Ach, da ist die alte, wer ist der, Mary oder was? Die mit den roten Backen und der Kürbisfrisur. Bahn fährt ab. Sagt Magnus, was führt euch nach Trino? Wir wollen Blank retten und so. Blank? Ja, wir müssen unserem Kumpel Blank helfen, aber hast du es vergessen, dass er immer noch versteinert und vor sich herumgammelt. Um ihm zu helfen, haben wir allerlei Informationen gesammelt. Und so haben wir von der sogenannten Silbernadel erfahren, die alle Arten von Versteinerung aufheben soll. Weshalb ist Jinna dann nach Lindblum? Jinna geht ins Hauptquartier der Tantalus, um Bericht zu erstatten. Verstehe. Jetzt bin ich aber dran mit Fragen und so. Ja, sicher. Was ist mit sie dann? Wir haben uns in Lindblum getrennt. Oh. Na, das Ganze schien ja ohne größeres Tränenvergießen um die Bühne gegangen zu sein und so. Erst helfen lassen und dann tschüss, oder wie? Das ist nicht wahr. Das kommt davon, weil sie dann und alle anderen mich wie ein kleines Kind behandeln. Er ist einfach unmöglich. So, so. Dann wird es wohl so sein. Hm. Ich würde euch gerne helfen. Wobei denn? Es ist schließlich teilweise auch meine Schuld und deswegen möchte ich helfen, die Silbernadel zu suchen. Nicht nötig. Wir schaffen das schon alleine. Aber je mehr sie an der Suche beteiligen, desto... Was ist passiert? Vielleicht ein Motorschaden. Ich werde nachsehen. Momentchen. Ein Gespenst mit Zipfelmütze und Flügeln steht auf den Schienen. Zipfelmütze? Jo. Was ist mit dir los? Kreuzbandriss. Knister, knister, knirsch. Meine Mission, Prinzessin gar nicht lebend. Das ist doch der schwarze Tenor, der uns auf dem Frachtschiff überfallen hat. Verfluchte Ausgeburt. Diesmal werde ich die endgültige Nebel abdrehen. Steiner wartet. Ich möchte dich noch was fragen. Wozu willst du mich? Ihr begebt euch in Gefahr. Tretet zurück. Knirsch, knister. Meine Mission, Prinzessin gar nicht lebend. Den kannst du fragen, was du willst. Was gescheit ist, bringt dir nicht mehr aus. Aber... Widerstand ist zwecklos. Eliminieren! Bäh. Okay. Dann eliminieren wir dich mal. Doch zuvor beklauen wir dich. So. Wenn ich mich nicht täusche, greift der Tenor alle an, außer Lilly. Bin mir aber nicht mehr sicher. Das könnte nicht schaden, schon mal Vita zu zaubern. Macht ja auch Sinn. Die Prinzessin soll Leben zurück und das macht ja dann absolut keinen Sinn, wenn man die angreift. Ja, sieht bisher wirklich so aus, als ob er nur Markus und Steiner angegriffen werden. Aua, scheiße. Ja, bringt nichts, weiß ich. Ich bin einfach mit denen zu schlecht trainiert, wirklich. Ich werde das gleich auf jeden Fall nachholen, wenn wir in Trino sind. Da gibt es eine richtig geile Möglichkeit. Da hau ich die richtig hoch. Donnerstock habe ich schon. Verdammt. Hast du nichts Neues für mich? Ich mache einfach mal Lilly einfach mal immer wieder heilen. Das macht ja schon Sinn. Du hast jetzt aber nichts mehr, oder? Ach, du hast noch was, okay. Aber das passt schon. So, komm, eins noch. Ah, verdammt.
Mann, komm, klau. Soll ich Turbo machen? Ja, macht Sinn, oder? Mal gucken. Nimm die halt und mach das Cloud. Einfach mal reinpfeifen. Ab und zu mal Hacker reinpfeifen. Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. Los, Klau. Mann, komm! Mann! Das gibt's doch nicht. Hau rein, Junge. Scheiße. Und danach hol ich einen Äther. Nein, nicht Markus. Nein, nein. Was kann er denn so Wertvolles haben? Los jetzt. Junge! Jetzt ist der schon wieder tot. Leck mich doch am Arsch, ey. Ich bin einfach zu schwach. Ich bin mit diesen Personen einfach zu schwach. Deswegen, ich mache jetzt. Kann ich unbesiegbar machen? Ja, ne? Mach mal einfach. Gucken, was passiert. Ah! Le Trance. Das ist ja geil. Direkt im Trance-Zustand. Und wenn ich mich nicht irre, bleibt das auch so. Also ist diese ATB-Leiste, diese untere, diese gelb-rote, wird dann hoffentlich nicht weniger. Und unbesiegbar wird ja bedeuten. Oh, guck mal, eine Phönix wird halt sofort. Ja, dann brauche ich auch kein Vita mehr. Das ist ja geil. Ist zwar, wie gesagt, Pussy-Modus, aber das werde ich jetzt einfach mal testen. Kann ich jetzt Schaden? Ja, aber ich kriege einen Sack gezogen. Das ist interessant. Ja, dann kann ich jetzt auch Turbo machen, nicht wahr? So, dann machen wir das. Klau, Junge, klau. Ah, ich kann direkt. Guck mal, die ATB-Leiste füllt sich gar nicht. Das ist ja geil. Das ist ja cool, ey. Sag mal, kannst du mal langsam was klauen? Oder was geht hier ab? Das ist ja nicht normal. Was hast du denn da noch, ey? Ultima-Schwert oder was? Feuerstock. Ja, deswegen habe ich jetzt hier so lange gewartet. Achso, ich muss noch hier. Moment. Das und das wieder aus. So. Was habe ich denn hier? Na gut. Oh, das ist schlecht. Ja, aber ein Feuerstock ist nicht verkehrt. Man kann ja voll erlernen. So, kannst du mal wieder aufwachen hier. Kollege. Wo sieht's aus? Oh shit. Oh nein, ich hab mich verblickt. Ah! Kruzifix. Aua. So. Mach das jetzt doch zu Ende. Ist mir egal. Einfach, weil ich halt noch schwach bin. So, kannst du jetzt mal sterben?
Was gibt's denn hier? 5 Ability-Punkte, sehr schön. Und ein bisschen Geld. Auch nicht schlecht. Aber warum? Warum nur? Warum hat er mich nicht verfolgt? Wo er doch kaum noch stehen konnte, das ist richtig. Prinzessin. Bometia wurde angeblich von einer Armee von Schwarzmagiern überfallen. Ich weiß. Von Schwarzmagiern wie dem vorhin wurden Menschen in Bometia überfallen und so. Aber wer sollte Interesse daran haben, so etwas? Du hast wohl immer noch nicht verstanden. Was soll das heißen? Steiner, bitte hör auf. Ich weiß es doch schon. Ich weiß es doch schon längst. Prinzessin? Bald erreichen wir Alexandria. Wir sollten uns beeilen. Ich muss Mutter sehen. Bestimmt wird sie mich verstehen. Naja. Wir müssten doch bald da sein, oder? Du hast also schon gemerkt und so? Alexander Mietze eingefallen ist? Ja, habe ich gemerkt. Irgendwie hast du dich verändert. Meinst du meine Sprache? Nicht nur die Sprache. Das kann gut sein. Es ist auch so vieles passiert seit damals. Fast hätte ich es vergessen. Losen. Verändert und vor allem verbessert haben sie auch meine Kampffähigkeiten. Ich werde euch bald schon kein Klopz mehr am Bein sein. Um was geht's denn jetzt? Ihr wolltet doch in Trino nach der Silbernadel suchen, oder? Na, wenn das sein muss und so, werde ich dich wahrscheinlich eh nicht davon abbringen können. Dann wäre ja alles geklärt. Trino, wir kommen. Was Trino wohl für ein Ort ist. Vielleicht hat sie sich doch verändert und so. Da sind wir auch schon. Gehabt euch wohl. Danke sehr. Da vorne gibt es ein Kreuz und der rechte Weg führt nach Trino und der linke nach Dali. Ja. Da ich ja jetzt ein paar Jadesteine gesammelt habe. Wo habe ich sie denn? Habe ich sie überhaupt? Habe ich nicht Jadesteine? Und zwar, da sind sie. Jadesteine. Werde ich nochmal ganz kurz Richtung Dali gehen. Ich habe ja jetzt einen Passierschein. Heißt, ich kann das Tor kompletto betreten und verlassen, wie ich möchte. Da ist das Tor, wo wir eben vorgestanden haben. Was heißt eben? Vor ein paar Folgen. Ja, ich würde gerne durch. Lässt du mich bitte durch? Ja. Dankeschön. Denn es gibt in Final Fantasy IX sogenannte Phantome. Und die befinden sich hier in... Wo bin ich denn hier? Bin ich hier richtig? Moment. Hallo, zurück. Bin ich hier richtig? Bin ich hier... Ja, da vorne ist Dali. Oh, was ist das denn für ein Ding? Guten Tag. Ja, auf jeden Fall gibt es diese sogenannten Phantome. Die werden wir jetzt hier im Wald, werden wir denen begegnen. Da ist es schon. Ihr hört es an der Musik. Und dieses kleine Ding hier möchte gerne einen Jadestein von uns haben. Kann ich bitte einen Jadestein haben? Oder? Oh, ne. Oh, fuck. brauchen wir nicht. Wenn wir den kleinen Vieh jetzt einen Jadestein vom Kopf werfen, bekommen wir 10 Ability-Punkte. Ich glaube, es gibt insgesamt... Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich möchte einen Jadestein. Ja, kriegst du ja. Hast ja auch nett gefragt. Na los. Dankeschön. Ja, bitteschön. Gruß an meinen Freund Sinus Spenst. Das wäre jetzt das nächste Phantom. Also immer wenn ihr eins von diesen Phantomen... So, ihr seht, ich bekomme jetzt 10 Ability-Punkte. Und ein Arsch voll gelernter Abilities. Keine Kohle, okay. Aber wenn wir später im Spiel einen ganz bestimmten Gegner, nämlich den härtesten Gegner im Spiel, besiegen möchten oder ihn, sagen wir mal, ein bisschen schwächen möchten, dann ist es nicht verkehrt, wenn wir alle diese Phantome gefunden und auch entsprechenden Steinen beglückt haben, sag ich mal. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe von diesem Vieh, glaube ich, irgendwas bekommen. Mal gerade gucken, oder? Okay. Also ich würde dann vom Sinus-Spenst, ich glaube, das Ding will auch einen Jadestein, das finden wir gleich, wenn wir in Trino sind.
man bekommt von dem Phantom, was gerade bekämpft wird, den Stein, den ich fürs nächste Phantom brauche. Ja, also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwann mal da steht und... Außer ihr natürlich, ihr verkauft die Dinger. Aber, keine Sorge. Ihr bekommt, wie gesagt, immer... Oh, jede Menge Gilde. Ihr bekommt immer den Stein, den ihr als nächstes braucht. Und das Gespenst, das treffen wir dann gleich. Vor Treno. Ja, dann macht doch die Brücke auf, du doof. Dankeschön. So. Ja, bin ich. Und ich weiß nicht, gibt es 10 oder 12 von diesen Viechern? Ich habe ehrlicherweise keine Idee. Auf jeden Fall, das nächste Phantom wartet hier, direkt vor der Tür von Treno. Jetzt müssen wir mal ein bisschen kämpfen, aber gut, das schnappen. Lasse ich jetzt mal kurz drin und dann den nächsten, also das nächste, die nächsten Kämpfe, bis wir dieses Ding erreicht haben, schneide ich raus. Euch Viecher kenne ich doch vom Jagdfestival. Lakadus. Jawohl. Boah, wie schlecht bin ich denn gerade? Boah, ich bin so untrainiert mit den beiden hier. Komm, geht. Flüchtet. Los. Werde pest euch. Saugen, du Sau. Könnt ihr jetzt bitte mal rennen? Alter. Jetzt aber. Ja, also. So, wie gesagt, sobald es hier vor Treno wird, es ein bisschen dunkler. Und sobald es hier dunkler wird, taucht dieses Sinus-Gespenst. Jetzt seht ihr es, die... Farbe hier verändert sich ein bisschen, der Himmel wird dunkler und hier irgendwo müsst ihr ein bisschen rumlaufen. Am besten hier in diesem... Ja, okay, wieder ein Kampf. So, ich mach das mal im Turbo. Immer noch nicht. Und irgendwann haben wir Glück. Jawoll! Da ist es. Das Sinus-Gespenst. Schönen guten Tag. Ein Jadestein bitte. Ja, ich mache erstmal unbesiegbar aus. Und den Turbo. Ein Jadestein bitte. Aber nichts lieber als das. Ich habe jetzt leider was vergessen. Und zwar... Ja, ist ja gut. Legt am besten, bevor ihr diese Gespenster trefft, also sobald ihr auf dem Weg seid, hier diese Gespenster zu treffen, legt euch am besten die Waffen an mit Abilities, die ihr noch nicht gelernt habt. Denn dann bekommen die schon mal ordentlich AP. Sagt Hallöchen zum Barbuttkäfer. Das ist unser nächstes Gespenst, unser nächstes Phantom. Jetzt bekommen wir von ihm hier was. 18 AP. Okay, dann kriegt der Barbuttkäfer auch einen Jadestein. Also, wie gesagt, falls jetzt das nächste Phantom irgendwas anderes kriegen sollte als einen Jadestein, werdet ihr das oder hätte ich das jetzt hier von diesem Vieh bekommen. So, damit sind wir in Treno angelangt. Und das mache ich dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, tschüss.